Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Samstagmorgen zu der ersten Folge. Die Gemeinderatefolge, ja, sind jetzt diese Woche leider ausgefallen. Und da habe ich ja gesagt, dass ich dann jeweils zweimal, beziehungsweise die ausgefallenen Folgen mit der Stappenbach-Folge hier wieder gut mache. Und ja, deswegen kommen heute wieder mal zwei wunderschöne Folgen hier auf der Karte. Wir machen natürlich gleich mal weiter wieder mit dem Ball verladen. Da sind wir ja gestern nicht ganz fertig geworden. Oder was heißt ganz fertig? Wir haben halt eben angefangen. Und dann machen wir heute weiter. Aber natürlich auch mit guter Unterstützung vom Radio. Das passt auch so. So, zack, dann packen wir die Ballenladung nochmal drauf. Dann muss ich natürlich mal wieder gucken, weil ich habe wieder wahrscheinlich zu wenig. Alles, ich muss so viele Knöpfe gerade drücken. Ich muss einmal gucken, dass ich mit der Maus immer die richtige Ansicht habe. Dann muss ich die Gangschaltung machen und natürlich auch noch hier mit dem Arm den Frontlader bewegen. Ein bisschen zurück. Ja, das passt. Zack. Perfekt. So, schnell raus. Das passt. Die nächste Ladung gleich da vorne. Das passt auch. Oh oh. Die zwei haben irgendeinen Fehler gebaut. Jungs, was macht ihr denn? Ich gebe ihm mal kurz Zeit, ob sie sich wieder einkriegen oder ob sie selber das Problem lösen können. Aber ich glaub's. Ja, bevor. Oh! Ich wollte gerade tappen. Aber. Jetzt mach mich nicht schwach, Junge. Das kann doch nicht sein hier. Ja. Sagen wir mal wieder gerade hier. Das wird gar nicht schlecht ausschauen, nö. Ja, so, ein bisschen zu weit. Das heißt, ein bisschen zurück. So wird es, glaube ich, ganz gut passen. Ja. Fahren wir schnell hier raus und gleich Spango drum. Weil die hängt doch ganz minimal nach außen. So, da können wir noch was draufpacken, das passt. Ich muss jetzt ganz kurz hochgucken, was die denn treiben. Oh. Das Problem kennen wir ja schon. Ich kann ihn aber, kann ich ihn anpassen? Nee, oder? Nee, kann ich natürlich nicht. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, wenn der Gas gibt, kann ich ihn nicht angrapschen. So, warte mal, ich gebe den auch noch mal einfach mal zur Sicherheit Allrad auch. Weil ich glaube, da schaffen sie tatsächlich auch noch manche Probleme besser zu lösen. So, ich werde dich jetzt ein bisschen vor, dass du gerade stehst. So, ab hier dürfte ich eigentlich wieder selber schaffen. Jo. Der muss entladen werden. Und was mit dem anderen Kollegen? Oh. Das ist natürlich blöd. Ja, warte. So, jetzt können sie fahren. Das natürlich, ja. Ich habe den Haltepunkt halt. Das muss ich mir tatsächlich nochmal umbauen irgendwie. Weil wenn ich den hier in die Mitte reinlege, ist glaube ich nicht ganz so optimal. Einfach in die Ecke fahren wäre glaube ich schlauer gewesen. Aber gut, wir warten kurz, bis er gedreht hat. Und, oder wir lassen ihn hier wieder fahren, er steht eigentlich gerade und dürfte nicht im Weg stehen. Gut, das passt, der. Oh, wie viel Bahn hat er noch? Oh, der hat nicht mehr viele. 2, 3. Und, ah, der ist voll. Kollege, du kannst gleich herkommen. So, jetzt haben wir zwei volle Kartoffelernte, wo nicht arbeiten können. Abfahrer müsst ihr ein bisschen beeilen. Wir haben zwar keinen Zeitdruck, wir haben heute zwei Folgen. Da wurde eigentlich wahrscheinlich ganz gut was schaffen werden. Jetzt waren wir 25 Minuten, dann sind wir bei 15 Minuten, also knapp eine Stunde. Und es geht sich tatsächlich dieses mit einer Ballengabel aus, oder? Ja, wunderbar, wunderbar. So mache ich das natürlich gerne. Dass man nicht nochmal wechselig einen Ball fahren muss. So, und gehen dann nochmal zwei. Ja, da dürfen noch zwei Stück drauf. Also zwei Dreierpacks drauf gehen. Ja, locker. Wird so ein bisschen. Ja, oh, ich bin sogar relativ passend hingefahren. Zack. Ja, schnell Spango drum. Ah, Hilfe! Oh Gott. Bin ja ein bisschen gehangen. So, zack. Ja, ja, es ist zwar nicht optimal, aber es geht. Oder?
Nee, da hatten wir doch letztens eine bessere Idee. Da wollen wir genauso viel raufkriegen und sogar ein bisschen besser noch. Muss nur gucken, dass ich jetzt richtig dran warte. Ich mache den Spanngurt dann mal kurz weg. Und ich muss nur gucken. Hallo? Kann ich vielleicht? Hallo? Kann ich? Warte mal ganz kurz. So. Ja. Irgendwie habe ich so. Wieso kann ich den an? Wieso? Egal. Ah. Ja, ja, nicht ganz so gesund, Leute. Ja, ja, oder so. Ach, weißt du was? Ich schmeiß die jetzt einfach so runter. Hey, warte mal. Wieso habe ich dieses Symbol? Ich habe es eigentlich gar nicht an. Jetzt habe ich es an. So. Oh. Einfach ein bisschen verschätzt hier. So. Kommen wir mal kurz zurück. Zack. Oh, einfach, wenn wir genommen passt. So. Wir haben nämlich beim letzten Mal Ballen verladen eine viel bessere Taktik herausgefunden, die wo mir gerade wieder eingefallen ist, wo das Ganze ziemlich oder viel auf jeden Fall gesünder aussieht als wieso. So, und zwar fahren wir nämlich hier so ran. Nehmen wir kurz die Kamera hier. Und okay, wir setzen jetzt hier schon auf, ja. Ja, ein bisschen vor. Ja, so. Runter. Ich muss mich ein bisschen. Wir machen mal ganz kurz Alra. Okay. Alra bringt nichts. Gut. Ja, und fallen lassen. Bitte. Oh. Ja. Warte, ich fahre noch ein bisschen weiter weg. Dann muss ich da noch ein bisschen was mit der Hand regeln. Das hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte. Kollegin? Ja. Ja, das schon. Ja, das passt. So, das nehme ich so an. Ein bisschen rüber. Wäre auch gut. Ja. Ja, das geht so, das geht schon so. Ja. Zack, zack. Spann wieder rum. Das heißt, eine Ladung geht da hinten auch. Oh, hoppala, da ist noch ein Rückwärtsgang drin. Eine Ladung geht da auf jeden Fall auch noch drin. Und dann können wir uns die nächsten holen. Und ich werde. Oh Gott. Das ist aber. Ja, leicht holprig. So. Warte, hier fahren wir auf der Straße. Ich klappe meine Spitze einfach mal ein. So, und hier vorne fahren wir auch gleich wieder hoch. Ah, das passt doch. Wenn wir die Ballen perfekt runterbekommen, ohne dass. Kamera ansehen. So. Ohne dass wir hier irgendwas kaputt fahren. Da hinten ist wieder dieser komische Target. Keine Ahnung, wieso der einfach so einen Spielernamen gekriegt hat, aber gut. Soll mich nicht stören. So, dann warten wir mal ganz kurz und holen den Premium, da ist er auch schon. So, wir müssen jetzt diesmal wirklich aufpassen, weil wir letzten zweimal haben wir es geschafft, das Gespann umzuschmeißen. Das will mir natürlich nicht ein drittes Mal dann passieren. So, wir gehen wieder in die Innenansicht. Aber ich behalte dich im Blickanhänger. Ich habe Spiegel. Ich sehe dich. So, hier müssen wir natürlich weit genug rechts bleiben. Genau, beim letzten Mal haben wir nämlich in der Kurve umgeschmissen. Das heißt, also wir brauchen gar nicht gucken, Auto kommt eh keins. Wir fahren hier hoch. Na ganz. Ich weiß warum. Das wäre gerade schon fast wieder passiert, aber das liegt daran, weil die Straße oder der Weg da einen Holperer macht. Und dann ist der Anhänger, der Reifen links höher als wie rechts. Und das feiert dann nicht so. Das heißt, langsam machen. Und dann geht das. Ja, das geht. Komm, Johnny, du schaffst das. Ich werde ihn gleich hier in der Wiese in der Mitte kurz parken oder bergab fahren. Ne, ich park den hier in der Mitte.
Hier muss, oder hier oben, da ist noch relativ eben. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Zieh, Kollege, zieh. Okay, wir sind oben. Das passt. Das heißt, wir fahren ein bisschen gerade. So, ja. Ja, das passt doch so. Das passt. Ziehen wir mal kurz die Handbremse an. Okay, die oben haben jetzt ein Laden, man steckt im Verkehr, okay. Die haben ein paar Probleme. Oh. Ja, aber ich kann die hier jetzt ziehen, oder? Eigentlich immer noch nicht. Warte mal. Irgendwie backt das manchmal rum. Ja, ich kann wieder nicht anfassen. Keine Ahnung, an was das liegt. Nein. Stopp. Tut mir leid. Oh. Nein, sei doch nicht so. Der hat's fast. Die Fleckchen, was er halt nicht gemacht hat, werde ich dann nochmal schnell machen, aber der hat's fast. Ah, er ist voll. Wow. Ja gut, ne? Kann man machen. So, Alter, können wir wieder ausmachen. Somit. So, dann packen wir die noch drauf und dann werde ich tatsächlich oben nochmal jeweils zwei drauf packen in der Höhe. Dürfte eigentlich funktionieren noch. So, sind wir in der Mitte? Boah, mehr oder weniger. So, da wäre natürlich jetzt Multiplayer recht, dass einfach einer sagen kann, zack, Spanngurt rum, wenn ich loslasse, aber ich muss einfach nur... Nein, so war es nicht geplant. Das war so ganz und gar nicht geplant. Wartet mal hier. Ich muss den nochmal... Ja. Ja. Wieso kann ich dich nicht anfassen? Hallo? Also wahrscheinlich, weil... das hier so ist, oder? Ne, ich kann ihn einfach nicht anfassen. Jo. Dann bleibt er halt da liegen. Auch kein Problem. Hilfe. Wieso kann ich... kann ich überhaupt noch irgendwo einsteigen? Ja, das ist natürlich nicht ganz so optimal. So, kann ich? Hä, was ist das? Ja gut, ne? Also, ich weiß nicht, aber gut. Das heißt, ich darf wohl nicht mehr aussteigen. Gut, dann wird mir das auch. Oh. Das war so eigentlich nicht geplant, aber gut. So, rückwärtsgänger drin. Zack und zack. Oh. Hä? Was zum Teufel geht hier gerade schief? Also irgendwie. Ich kann wieder nicht mehr. Hey, was ist das denn? Ich mach mal lieber mal eine kurze Speicherung. Also, ich weiß ja nicht, ne, aber irgendwie, ja. Bevor ich die zweite Folge aufnehme, muss ich wahrscheinlich mal, das Ganze mal kurz neu starten, weil das wird mir gerade ein bisschen zu komisch hier. Ja, zack, zack. Ja, dann fahren wir halt eben so, ist ja nicht ganz so optimal. Aber geht gerade nicht an der Steuer, ich weiß nicht wieso und was es liegt, aber... irgendwie will der... Oh, das sieht nicht gut aus da hinten, ganz und gar nicht. So. Ich lasse den Kollegen natürlich auch... Oh, ich kann... Das ist jetzt ein bisschen nervig, ne? So. Warte mal, kann das an der Gabel liegen? Ne, oder? Ja, an der Gabel liegt es auf jeden Fall nicht. Also ich weiß nicht an was es liegt, aber das Problem hat auch der ein oder andere auch schon mal gehabt. Also das Problem hat nicht nur ich, aber ich weiß nicht an was es liegt. Wieso man einfach nicht mehr einsteigen kann. Aber gut. So, ich habe jetzt drei. Sorry.
Ich habe jetzt 3 Stück auf der Gabel, das passt. Und dann können wir runterfahren. So, fahren wir mal hinter das coole Stück dran hier. Ja, passt. Dürft ihr erkennen da vorne, oder? Ja. Ja. Ah, bitte nicht drücken. Jetzt war. Oh. Wartet. Ich hab's aber auch nicht leicht hier. So. Ich weiß nicht. Ist das, liegt das in irgendeiner TP-Fahrer oder an was? Es liegt keine Ahnung. Müssen bremsen. Ist ja viel zu schnell unterwegs sonst. Oh Gott. Alter. Wenn der mich jetzt umgeschmissen hätte, ne? Kollege, wir haben es nicht eilig. Wir fahren langsam. Wir wollen hier keinen Unfall bauen. So. Wir sind auf der Straße, das heißt, wir können ein bisschen beschleunigen. Oh Gott. Was war das? Ist er irgendwo hängen geblieben? Also der Abstand, der wurde reingegangen, ist ja normalerweise keine Kollision. Aber gut, ne? Oh, FPS komplett. Oh Gott, 17, Alter. Irgendwer sucht gerade irgendeinen Abfahrer oder was. Das war bei den letzten paar Mal auch schon so. Ist jetzt aber ziemlich lange so. Nein, Kollege, bitte nicht reinfahren. Ah. So, wir halten mal ganz kurz. Jungs, macht bitte kein. Joa. Alter, ich habe so wenig FPS. Ich weiß nicht, an was es liegt. 32 FPS, nur das ist normalerweise. Ja. Also ich habe eigentlich. Also Grafikkarte habe ich momentan eine GeForce GTX 1080 drin. Die wurde es eigentlich normalerweise packen müsste. Ich weiß nicht, liegt es am Game an sich. Ja, jetzt habe ich auch wieder 40. Na gut. Man muss ein bisschen Blick behalten da oben. So, hier drin. Oh, Alter, irgendwer sucht da schon wieder was. Das ist immer dieses. Ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, was das ist, ne? Keine Ahnung. Aber gut. So. Ah ja, wir haben ja hier unsere. Auch noch unsere Silage, die habe ich ganz vergessen. Die habe ich ja komplett vergessen, den wir die auch noch haben. Aber gut, das heißt, wir dürften mal ganz gut was Geld kriegen. Nein, Alter. Also, ich frage Follow Me, ne? Aber wieso muss er immer Vollgas fahren? Es wäre so angenehm, wenn man einfach sagen könnte, du sollst so schnell fahren, wie ich vorgebe zu fahren. Aber das sage ich, ne, will ich nicht, mache ich nicht. So, kann ich wieder einsteigen? Ich kann immer noch nicht einsteigen. Gut. Wartet. Das ist ein bisschen nervig. Kollegen, was macht ihr denn da? Das geht doch nicht. Nee, das geht so viel. Alter. Es ist zum Kotzen. So. Du lässt jetzt den anderen in Ruhe und er lässt auch dich in Ruhe, okay? Passt. So, jetzt viel Spaß. Gut. So, warte, er muss kurz raus. So, passt. Dann können wir hier die Silageballen wegpacken. So, hoch der Teil. Und dann haben wir die Ballen da drin. Zack. Ich muss mal gucken, liegen da vom letzten Mal noch welche drin. Ah, so, wieder ein Fehler, weil ich ausgestiegen bin. Hilfe! Oh. Ich kann wieder einsteigen. Oh mein Gott. Lol. Ich weiß nicht, an was es lag, aber ich kann wieder einsteigen. Hilfe! Ich bleib die ganze Zeit in der Gabel oben hängen. Nee, ist leer. Gut, das passt. Alle Halleluja, ich kann wieder einsteigen. Ich muss jetzt aber doch nicht neu starten, Leute. Alle gut. So. Wir nehmen jetzt das erste Mal die da hinten mit, aber vorher machen wir ganz kurz die Bändchen weg. Zack.
passt. So, nehmen wir die hinten drei da mal mit, die wir hier rumliegen. Dann sieht es schon mal wieder ein bisschen besser aus. So, kommen leider ganz hoch hier. Zack. Passt. Nehmen wir die nächsten drei hier. Ja, einen Ball haben wir als weniger mitgenommen, weil irgendwie durch den Anhänger durchgepackt ist, keine Ahnung wieso. Aber der hat irgendwie nicht so gewollt, wie er eigentlich sollte. Ja, jetzt habe ich nur die. Egal. Aber ich glaube, das lag tatsächlich daran, weil der irgendwie attached war. Also mit von den Spanngurten. Und der den dann genommen hat, dass sich da irgendwas nicht vertragen hat, habe ich das Gefühl. Weil jetzt läuft es auch wieder. Ja, jetzt läuft es auch. Hier läuft es auf jeden Fall mit stabilen 60 FPS. Also. Ich glaube, das liegt teilweise einfach an der CP-Fahrung, habe ich das Gefühl. Das ist teilweise einfach daran, weil wir haben jetzt gerade schon. Oh Gott. Wir haben jetzt gerade schon wirklich viele Beschäftigten, muss man sagen. Weil wir sind jetzt hier oben zu fünft. Und. Ja, das sind schon ein paar viele. Das sind 4 CP-Fahrer. So, passt, zack, nehmen wir die auch weg. Zack. Dann haben wir nochmal 2 Ladungen. Oder nicht 2 ganze, aber. Ein Ballen fehlt da Leben, aber gut. Ups. Bleibt immer ein bisschen gerade hängen. Muss die Frontleiter wieder höher machen. Ist nicht ganz so gesund ansonsten. Zack, die haben wir auch. Das passt. Ich hoffe, jetzt gehen Frontleiter diesmal hoch. Ja, dann sieht das auch um einiges besser aus. Sorry Leute, das ist gerade ein bisschen. Ja, oh, aber ich habe Fisch gegessen, deswegen. Wenn sich jetzt fragt, was gab, schönes Schinken-Meerrettich-Brötchen mit guter Milch. Nur die Hafermilch, ja. 3,5% Fett, angenehm. So, passt. Gut, die Spitzen können wir wieder einklappen. Frontlader lassen wir wieder runter. Ja, so. Dann. Fahren wir den dann mal kurz dahin, dass er weiß, dass er dem da vorne folgen sollte. Ja, genau, dem sollte folgen. Und wir fahren dann auch schon gleich wieder zurück. Oh oh, Johnny. Geht doch. So, passt. Haben wir da schon eine Anzeige? Ne, haben wir keine Anzeige dran, schade. So, dann düsen wir wieder nach Hause hier. Oder was ist nach Hause? Auf jeden Fall. Zurück zu unseren Wiesen. Aber wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, weil der Kleine kann nicht ganz so schnell. Bei dem ist bei 43 km/h Ende. So, und wir sind gute 10 km/h schneller, aber da hinten ist er erst. Das heißt, wir fahren hier mal den Buckel hoch und dann machen wir ein bisschen langsamer. Dann schalten wir hier mal eine Gruppe runter. Ist eh nur 30, aber oh, ich fahre genau 30, das ist doch wunderbar. Der Varitron ist fertig. Leute, eine 26.000 Euro Mission ist fast vollendet. Das ist doch schön. Ein bisschen langsam tun. Also ich werde jetzt gleich, ich fahre den nochmal schnell vorne, dann gucken wir da hoch und dann lassen wir den Abfahrer und dann können wir die Mission auch endlich abschließen. Und natürlich Kohle kassieren. Na, ich fahre ja mitten durch die Bäume durch, das glaubst du nicht.
Sorry, ich wollte eigentlich nur blinken. Da können wir dann auch den Verkehr wieder anschalten. So, dann fahren wir hier wieder. Jo, so würde ich sagen. Ja, so passt. Dann können wir so stehen lassen. Dann würde ich uns gleich nochmal hinten reindonnern, oder? So, passt erstmal. Oh, stopp, ich wollte nicht zusammenklappen. Kann ich den noch ein bisschen ausfahren da hinten? Ups. Gut. So. Warte mal, du bist ja mit Vorgummi hinterher. So. So, wir gucken hoch zum guten Varitron. Da steht er, das gute Stück, schon fertig zusammengeklappt, aber wir werden noch die letztlichen paar Reste, die wurde hier nicht so ganz geerntet hat, zusammenkratzen. Die werde ich aber jetzt dann offline schnell machen. Und ich darf mich von euch schon mal wieder verabschieden und fürs Zuschauen bedanken, denn wir sind für die erste Folge hier am Samstag auch schon fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Kostenloses Abo auch gerne, schaut gerne mal unten in meine in die Videobeschreibung rein. Seht die Links zu den anderen YouTube-Kanälen von meinen Kollegen und natürlich auch der Link zu meinem oder unserem Discord-Server. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen restlichen Samstag und bis zur nächsten Folge. Haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.